95% von euch haben diesen Channel nicht abonniert, aber ihr guckt die Highlight-Videos. Deswegen, damit ich diese scheißnervige Szene rausschneiden kann und sie euch nicht auf den Sack geht nach dem dritten Mal, abonniert einfach, dann tut die mir einen Gefallen und euch selbst, weil dann müsst ihr das hier nicht mehr angucken, dieses Scheiß-Intro. Ja. Und dann aber irgendwann genießt du ja auch dieses Vertrauen und kam da so eine Art Höhenflug. Irgendwann, ganz ehrlich, ich meine, dann habe ich gehört, hast du mit den Rothschilds zu tun gehabt, die vertrauen dir Geld an, dann investiert noch, ich kann es gar nicht mehr wiedergeben, wie viele hohe Namen dann kommen und sagen, hey, Hom, hier, nimm mein Geld und leg's an, ich vertraue dir. Ja, das ist natürlich... Bist du dann irgendwann leichtfertig geworden? Jein, also... Weil du hast Wolf of Wall Street gesehen, was sie da machen. Ja, da gehe ich, sind ja zwei Fragen. Also, ja. Ich fange mal mit Wolf of Wall Street an. Es wird immer so dargestellt, das machst du nur Party und hast ja so einen Escort-Stall praktisch und degenerierte Koks-Exzess und so weiter. Also liebe Leute, das kannst du knicken. Das Geschäft ist so anspruchsvoll, dass du echt aufpassen musst, dass du psychisch und physisch stabil bist. Die Belastung ist brutal. Und da kannst du dir solche Späße nicht unbedingt leisten. Ja? Auch nicht, also sicherlich nicht mittelfristig. Du kannst auch nicht deine, wissentlich deine Brainpower dezimieren und erwarten, dass du noch auf hohem Niveau performst. Wie viele Leute steigen aus deswegen, weil die diesen Lebensstil nicht handeln können und auf Drogen landen? Also der Druck ist so hoch. Ich sag jetzt mal Nostro-Handel, Forex-Handel, sehr, 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 sehr aggressive Hedgefonds-Strategien. Ich würde sagen, ähnlich wie so dieser Harvard-Effekt. Also in 4 bis 7 Jahren ist grob die Hälfte verbrannt. Also ihr kommt mit dem Stress nicht mehr so richtig klar. Das manifestiert sich in desaströsen Privatleben. Mhm. Zum Beispiel? Ja, klar, Scheidungen, dritte, vierte Ehefrau, ständige Verjüngerungen, ganz doofe Prioritäten. Ich habe da sicherlich auch einige Fehler gemacht. Gesundheitliche Themen, ja, das bisschen, was ich an Wertebasis hatte. Wie so ein Bild-Zeitungsreporter versuche ich ihm gerade irgendwelche Geheimnisse zu entlocken. Ja, es sind ganz primitive Geheimnisse. meine Seele verarmte, ja, die war jetzt nicht so hyperentwickelt. Aber du kannst doch nicht erwarten, dass du in der 96-Stunden-Woche, die sich ja schon extrem anhört, ist sie aber nicht. Weil du, das sind ja 6x16 Stunden am Tag, also, und dann hast du den Sonntag frei, also, das ist doch wunderbar, wenn du dann deinen Cleaner hast, deinen Fahrer hast und so weiter, und dann sind es auch 16 Stunden, kannst du ja noch mindestens 4 Stunden schlafen und noch ein bisschen mit der Familie abhängen, ja. Aber das ist Bullshit. Also, wenn du diesen totalen Erfolg haben willst, dann fehlt die gesamte, dann wird dieser Anteil, der genauso entscheidend ist wie dein Flow, dann knickt das Persönliche. Jedes Meeting wird durchkalibriert, ob es dir einen besseren Return bringt. Ja? Meetings mit wertvollen Menschen werden komplett weggeschoben, weil sie keine Rendite bringen. Ja, liebe Leute, und du erwartest, dass du echt happy bist. Also ganz so einfach ist es nicht. Also das ist ungefähr, ich möchte meinen Kuchen haben und gleichzeitig essen. Das klappt in der Regel nicht. Ja. Und wie ist das dann dort mit, das heißt, die Exzesse sind nicht so krass, aber es gibt ein paar Leute, die fallen in Exzessen zum Opfer und steigen dann aus, weil sie... Nein, wie gesagt, die Jobs sind anspruchsvoll, ja. auch von Harvard-Studium ist nicht... Natürlich. Der linken Arschbacke machst du das nicht. Fragile Geister geeignet, definitiv nicht. Und diese Jobs schon gar nicht. Fordern ja extreme Konzentration gegen extrem gute Konkurrenz in der Regel. Das ist in der Finanzdienstleistungspyramide die absolute, ganz kleine, dünne Spitze. Von den Menschen, die als Hedgefondsmanager agieren, scheitern mindestens 95%. Mittel- und langfristig, die Selektionsverfahren. Wer gibt denn schon eine Gebühr von 20% der Gewinne und nochmal eine fette Management-Fee von 2%? Ich mache aus 100 Millionen 200 Millionen, verdiene 20 Millionen und nochmal 2 Millionen Gebühren. Ich habe das Geld verdoppelt, aber ich kriege jetzt 22% davon. Das geben sie dir nicht, weil du nett bist. Natürlich nicht. Ja? Und damit du solch außerordentliche Resultate erwirtschaften kannst, musst du einen außerordentlichen Einsatz bringen oder extrem ausgeklügeltes System entwickeln. Also
Und du erwartest, dass du dich da, dass sich deine Seele in diesem sehr umfassenden, in dieser sehr anspruchsvollen Tätigkeit entwickelt? Nein, die schmiert ab. Wenn du überhaupt eine hattest vorher.